Die Käsesoße für obendrauf, die Bolognese-Soße für dazwischen. Natürlich fehlt noch die Bechamel-Soße, also das Weiße, was quasi zwischen die Schichten, zwischen den Platten kommt. Wieder fangen wir an mit einem leeren Topf. Und ich nehme übrigens meistens Sonnenblumenöl. Man soll kein Olivenöl nehmen für die meisten Sachen beim Kochen, aber richtig ordentlich reinpacken hier. Dieses Mal, wir machen eine Mehlschwitze. Weiß ich nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat. Der Boden muss wirklich komplett bedeckt sein. Jetzt müssen wir warten, bis das Fett wirklich warm wird. Und dann packen wir Mehl drauf und das. Oh, Moment, ich muss Strom sparen. Genau, kommt Mehl mit rein gleich, wenn das heiß wird. Und dann wird es richtig dickflüssig. Also müsst ihr alles bereitstehen haben. Ich sage euch nochmal, ihr braucht Mandelmilch. Und ja, würzen könnt ihr später machen. Aber Mandelmilch solltet ihr ausreichend zur Verfügung haben. Mehl auch da. Und so ein Quirl, also so ein Schneebesen, damit das wirklich alles gut verrührt wird.